Willkommen zurück zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Eine Frage. Was macht da gerade mein Charakter mit seinem Fuß? Warum macht er das? Ich habe keine Ahnung. Sehr komisch. Naja, egal. Wir wollten ins Finsterwurzbecken gehen. Tiefer rein ins Finsterwurzbecken. Denn da waren wir noch nicht. Und ich bin gespannt, ob ich stark genug dafür bin. Weil wir müssen noch ein paar Level irgendwie zusammenkratzen für Sens Festung. Wir können natürlich auch so Sens Festung probieren. Und gucken, wie weit wir kommen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit. Wird wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen. Mal gucken. Hier gibt es Viecher, die sind sehr gefährlich. So, warte mal. Die Tür hier können wir, glaube ich, nicht öffnen. Die lässt sich, glaube ich, nur von der anderen Seite öffnen, oder? Nein, die können wir öffnen. Oh, scheiße. Ah, wieso scheiße? Deswegen scheiße. Der ist krass. Den werde ich nicht schaffen, aber wir können es probieren. Ich muss versuchen, ihn zu backstabben. Alter. Bleib ruhig, ja? Bleib ganz ruhig. Hä, was war das denn? Oha. Warum hat er da so lange gestanden gerade? Ich dachte, er wäre verbuggt. Ich wollte schon Hurra schreien. Boah. Au, shit. Ja, klar. Ah, wir hatten ihn so gut. Also, er sah gar nicht schlecht aus. Ich darf nicht so zuschlagen. Ich muss versuchen, hinter ihn zu kommen und ihn zu backstabben. Das andere macht keinen Sinn, ihn so zu schlagen. Weil wir halt keine schnelle Rolle haben. Ja, ich könnte meine Rüstung ausziehen, damit wir schnelle Rolle kriegen. Aber ich weiß nicht. Bedeutet nicht weniger Rüstung gleich weniger Schutz, mehr Leben einstecken, wenn wir Schaden kriegen? Also logischerweise bedeutet das das ja, aber... Und deswegen, das ist eigentlich nicht sinnvoll. Aber es sah nicht schlecht aus. Es sah echt nicht schlecht aus. Hm. Problem ist nur hier reinzukommen, weil er da direkt schon steht. Wow, okay. Geschafft. Alter, der macht Damage. Also beziehungsweise ganze Ausdauer weg und auch noch so ein bisschen Damage. So, komm, backstab. So, leg dich hin. Ich hol meine Seelen wieder. Die will ich eigentlich nicht verlieren. Okay, waren nur 404. Ich dachte, das wären viel mehr. Okay, backstab. Super. Super, super, super. So geht's, so geht's. Alter. Okay, Ausdauer, laden, laden, laden. Zum Glück haben wir das Graswappenschild und Backstab. Ich will die ganze Zeit jetzt was trinken, mich vollheilen, hochheilen, ne? Dass ich ganzes Leben habe. Aber der macht uns eh mit einem Schlag tot. Das ist dem egal. Von dem her müssen wir nicht voll geheilt sein. Wir müssen uns einfach weiter konzentrieren. Super. Oh komm, schon einer ist es, glaube ich, nur noch. Ein Backstab ist es noch, glaube ich. Höchstens zwei. Boah, gefährlich. Lass das bitte sein, du blödes Schwein. Das reimt sich, deswegen habe ich das gesagt. Und nur deswegen. Hallo? Mach was. Komm, mach was. Wir können uns hier ewig drehen. Aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll.
Alter. Und ciao. Der hat noch was. Nee, nicht treten, schlagen. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Wie geil. 3000 Seelen und Havels Ring. Genau, das war Havel. Mir fiel die ganze Zeit der Name nicht ein. Havel, Havel. Erhöht maximale Ausrüstungslast. Ein guter Ring. Ein sehr guter Ring. Dieser Ring wurde nach Havel dem Fels benannt. Fürst Gwyn, altem Kampfgefährten. Havels Männer bezeugten mit diesem Ring ihr Vertrauen in den Anführer und konnten dank seiner Kräfte schwerere Lasten tragen. Haben wir jetzt... Es ist immer noch keine Fast Roll, oder? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Angenommen, wir nehmen jetzt mal die. Das ist noch keine Fast Roll, oder? Ist das schon Fast Roll? Warte mal. Das ist Fast Roll. Unser Körper ist übrigens wunderschön. So, die Elite möchte ich schon anlassen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen runtergehen. Von 3,0 auf 3, von 3,5 auf 3,0, 2,8. Ah, reicht immer noch nicht. Willst du mich verarschen? Ist ein bisschen übertrieben, oder? Was man hier alles dafür ablegen muss. Immer noch nicht. Ja gut, ne? Die wiegt halt 11,7. Gibt halt aber auch gut Schutz. Können wir hier noch das wiegte Meer der Reiskeilerhelm? Maske des Sprösslings. Jetzt hätten wir Fast Roll. Wir können es ja einfach mal probieren. Oder? Ich meine, wir werden unheimlich viel Damage kriegen, aber wir können es einfach mal probieren. Mit einer Fast Roll ist es einfach viel, viel geiler zu spielen. Aber ich will halt schon Rüstung anhaben. Und dann müssen wir es halt so probieren. Okay. So, dann gibt es ja noch die Viecher. Ja, ja. Oh, da kommt schon. Bitte nur einer, okay. Oh, kommt der andere? Sieht so aus, ne, dass der kommt. Okay, komm schnell her. Okay, super, einen haben wir. Und dann kommt schon direkt der nächste. 200 Seelen, sie gehen. Sie brauchen schon ein paar Schläge, aber sie gehen. Halt einzeln. Zu zweit wäre dann, denke ich, das noch was anderes. Okay. Der wäre auch Geschichte. Super. Erstmal jetzt dran gewöhnen, eine Fast Roll zu haben. Und eine Hydra. Oha. Oha. Komm mal her. Und stirb. Ja, oder stirb halt nur halb. Ist auch eine Möglichkeit. Boah, ich dachte, er macht diesen Eisscheiß. Den haben sie bisher noch gar nicht gezeigt. Deswegen wisst ihr jetzt vielleicht gar nicht, was ich meine. Für die, die das Spiel nicht kennen. Aber die Hydra, ne? Ob wir die klein kriegen, ich weiß es nicht. Alter. Hab halt noch eine größere Range. Willst du mich verarschen? Lauf! Lauf, 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 lauf. Okay, hier sind wir safe. Ich musste natürlich erstmal diese Eiskolosse hier anlocken. Ja, und die Hydra, die probieren wir natürlich. Okay, das ist... Der eine Eisangriff, den meine ich aber gar nicht. Ich meine noch einen anderen. Alter, das war knapp. Okay, wir haben noch 10 Flakons jetzt. Ich halte mich einmal hoch, um volles Leben einfach zu haben. Sind wir hier hinterm Stein safe, Jano? Das müssten wir eigentlich. Auch nicht, okay. Aber zieht nicht so viel Ausdauer und Leben auch nicht. Alter.
Okay, hier trifft sie uns, glaube ich, nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich jetzt schon heile. Ich glaube, weil die viel Damage macht, wenn sie gleich runterkommt. Sie kommt jetzt hoffentlich. Ja, sie schreit. Sie schreit. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Mensch, das war ja richtig viel Damage, was wir gemacht haben. Okay. Boah, das wird Jahre dauern. Aber wir stehen hier gerade ziemlich... Wow, gut, wollte ich sagen. Ah, ich darf die nicht so anvisieren. Also jetzt schon. Und dann, wenn sie unten ist, abvisieren und raufhauen. Okay, super. Ein Arm ist schon mal weg. Ein Arm, ja. Oh, 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 oh. Hör auf damit. Hör auf zu spucken. Komm runter. Da ist Abgrund. Alter, okay, jetzt heile ich mich erstmal. So, und jetzt schrei weiter, bitte. Komm, schrei. Ja, sie schreit, super. That is a very good Zeichen. Okay, das ist schon der zweite Arm, super. Okay, schrei, schrei, schrei. Sie schreit, sehr gut. Oha. Ah, sie bleibt halt nicht lange unten, ne? Okay, schrei bitte. Ja, sie schreit. Ja. Gut getroffen. Schrei. Die bleibt halt echt nicht lange unten, Alter. Was soll denn das? Bleib mal länger unten. Bitte. Wow. Na, immerhin einmal getroffen. Das dauert halt ein bisschen jetzt, ne? Weil die Köpfe nicht immer an der gleichen Stelle runterkommen. Ja, der jetzt mal schon. Und der nächste ist ab. Super. Drei sind's noch. Ah. Okay, noch zwei. Ne, jetzt noch drei, oder? Ne, zwei. Ne, drei. Jetzt zwei. Oder? Jetzt nur noch einer? Ich weiß es nicht. Ne, jetzt nur noch einer. Oh, da ist Abgrund, da ist Abgrund. Ne, es sind doch noch zwei. Guck mal, hier ist noch einer. Jetzt noch einer. So, und der ist halt doof. Bitte schrei. Ich muss auf den Abgrund da aufpassen. Okay, er schreit. Ich glaube, ich mache den so. In der Hoffnung, genug Pfeile zu haben. 30 haben wir nur noch. Irgendwie gefällt mir das Outfit mit der Diebesmaske und der Rüstung und den Schuhen und den Handschuhen. Das gefällt mir irgendwie. Ich finde, das passt optisch auch relativ gut. Und wir haben halt eine Fast Roll. Mal gucken, ob ich damit gut zurechtkomme. Das ist jetzt natürlich hier super, dass sie die ganze Zeit schreit. Ja gut, weil wir jetzt hier stehen, ne? Und der letzte Kopf, der ist halt schwer zu erreichen, weil da halt Abgrund ist und der relativ nah am Abgrund ist. Und ich will jetzt nicht runterfallen, dass die dann wieder komplett da ist, wenn wir wieder kommen. Also, wenn wir sterben, dann ist sie nämlich wieder, Alter, komplett da. Das war doch ein bisschen knapper. So, ciao. Die Hydra ist Geschichte. 5000 Seelen, ein Drachenstein und der Dusk-Kronenring. Okay, und bald ein Level up wieder. Was macht denn dieser Ring? Gewährt zusätzliche Magie, aber halbiert TP. Okay, das ist nicht so geil. Dieser magische Ring in Form einer Krone wurde Prinzessin Dusk von Olasil zu ihrer Geburt geschenkt. Der Ringstein erlaubt dem Träger zusätzlich die Zauberei zu wirken, allerdings kostet dies die Hälfte der TP. Ist nicht so geil, ne? So, und hier, oh, die Ritterrüstung. Okay. Die Ritterrüstung. Warte mal, wir haben jetzt die... Ja, die wiegen nur 1,8, ne? Die anderen wiegen jetzt halt wirklich schon mehr.
Aber wir gehen ja immer wieder auf Ausdauer auch in Sachen Skillung und können dann, wie heißt es? Können dann auch irgendwann ein bisschen schwerigeres Zeug tragen und haben trotzdem noch hoffentlich eine Fast Roll. Da hinten geht es übrigens auch noch weiter. Da gehe ich jetzt aber nicht hin, weil es da sehr, sehr gefährlich wird. Ich möchte jetzt erstmal meine Seelen für ein Level Up ausgeben. Werd wieder ein paar Seelen ploppen, weil es reicht ja nicht ganz, aber fast. Oh, das ging jetzt relativ gut mit der Hydra. Heißt Hydra, oder? Oder laber ich gerade hier irgendeinen Scheiß? Mit dem Schlangenvieh. Ging doch relativ gut. So. Wir ploppen mal eine Seele. Von einem Krieger einfach. Oh, das reicht noch nicht mal, ne? Das reicht noch nicht mal. Dann nochmal eine Kriegerseele. Das reicht jetzt. Wo können wir eigentlich diese besonderen Seelen zu Waffen und so fertigen? Ich weiß das gar nicht. Ich habe das noch nie gemacht im ersten Teil. Ich weiß das gar nicht. Das kann man bestimmt bei den Schmieden machen, ne? Wenn man denen bestimmte Gluten gibt, wahrscheinlich. Okay, aufsteigen. Ich gehe noch einmal auf Stärke, dass wir 25 Stärke haben. Wir müssen auch mal gucken, ne? Wo machen wir am meisten Schaden? Rechte Waffe 1, machen wir 220. Haben wir unsere Waffe auf dem rechten Waffenslot 1? Rechte Hand 1, ja. Ist, glaube ich, richtig gesetzt, oder? Ich würde sagen, ja. Okay, an sich ist die Folge jetzt fast vorbei. Und ich höre eigentlich immer gern an einem Leuchtfeuer auf und starte dann beim nächsten Mal bei einem Leuchtfeuer. Aber man kann ja auch so einfach in der Welt aufhören und startet dann beim nächsten Mal in der Welt da wieder, wo man aufgehört hat. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück zu den Eisbrocken. Machen die nochmal und gehen dann da an der Hydra, die jetzt natürlich weg ist zum Glück, hinten vorbei. Da geht es nämlich noch ein bisschen weiter. Und da ist, glaube ich, auch irgendwo, wo man das DLC-Gebiet öffnen kann. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht wie. Aber da irgendwo ist es, glaube ich. An einem Wasserfall da oder so. So, der hat keinen Bock zu kommen. Dann gehen wir erst zum anderen. Wobei der jetzt hier kommt, ne? Ja. Oder? Ja. Komm, spring. Ich meine, so für die normalen Gegner hier geht es eigentlich auch mit teilweise, nicht auch immer bei jedem Gegner, aber bei fast jedem Gegner würde ich sagen, geht es auch mit Midroll. Fatroll nicht unbedingt, aber mit Midroll. Da brauchen wir nicht unbedingt die Wow Fast Roll für. Aber au. Ja, geht aber vom Damage, was die machen. Aber bei Bossen ist es doch sinnvoller, eine Fast Roll zu haben. Und deswegen ist es einfach sehr viel besser. Okay, jetzt haben wir zwei an der Backe. Ah, der eine ist aber fast tot. Ja, ist nicht so eine geile Range mit dem Schwert, ne? Dass die hier in ihren einen Eisangriff nicht mal zeigen. So gar nicht. Naja. Ist vielleicht ganz gut für mich. Ich will nicht wissen, wie viel Damage der macht, dieser Eisangriff. Und ich meine nicht diesen Faustangriff von denen. Die haben noch einen anderen Angriff drauf. So. Hier können wir lang. Was ist das für eine Nachricht?
Versuch mit Angreifen. Ja, ist wieder so eine Trollnachricht. Hier ist doch nichts. Ist nichts. Wahrscheinlich ist da doch was, ne? So. Da haben wir eine Leiter, die unglaublich hoch geht. Und ich glaube, hier hinten, meine ich im Video dann gesehen zu haben, dass man da hinten, glaube ich, dann irgendwo das DLC-Gebiet öffnet. Oder hier. Was sind das für Geräusche? Ich glaube, wenn wir hier den Eisenring jetzt hätten, könnten wir auch gut durchsprinten, ne? Aber ich habe gerade ehrlich gesagt keine Lust zu wechseln. Wir können ja auch so hier durch. Ach, guck mal. Hier war ich, ehrlich gesagt, so weit hinten war ich noch nie. Was ist das denn da für einer? Ich töte mal. Ich glaube, der ist wichtig für das DLC. Ich glaube, der lässt irgendwas droppen oder so. Kann das sein? Oh, der sieht aber auch stärker aus als die normalen. Und wir haben nicht den Eisenring. Oha. Der hält auch einiges mehr aus. Gut, dass wir die Fast Roll haben. Wie gesagt, der Eisenring wäre jetzt hier auch ganz geil. Mensch, den kenne ich noch gar nicht. Den habe ich noch nie bekämpft. Uah, knapp. Boah, jetzt nicht sterben. Ich weiß nicht, wie viel Damage der macht. Aber bestimmt mehr als die anderen. Der hält ja auch viel mehr aus. Der leuchtet auch so ein bisschen anders, aber wir haben ihn. So, lässt er was fallen? 1500 Seelen? Oha. Hi. Boah, das ist gerade neu für mich, wie geil. So, it is thou who rescueth me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysses. Ah, guck mal. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseal, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? Klar. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Okay. Ich glaube, wir können sie jetzt zu Bosskämpfen herrufen, teilweise dann, ne? Das hat wohl dann doch nichts mit dem DLC zu tun. Oder im DLC-Gebiet kann man sie rufen. Wahrscheinlich das eher. Pass auf, kauf mal. Was? So, und ich glaube, hier hinten wird es dann geöffnet. Irgendwann, wenn man es freischaltet. Oh, wie geil. Dass ich nie hier hinter war. Und mal geguckt habe. Das war gerade wirklich neu für mich. Hammer. Ich find's immer geil, wenn man so Neues entdeckt. Da fänd ich Knorke. Na gut. Also wie gesagt, ich glaube, da hinten... Guck mal, da drin hat's voll geheilt, ne? Und da, ich glaube, da hinten kommt man dann ins DLC-Gebiet. Aber das werden wir, denke ich, in diesem Let's Play irgendwann zusammen herausfinden. Ich würde sagen, beim nächsten Mal könnten wir hier die Leiter hoch. Was steht da noch? Achtung vor dir, enges Gebiet. Wow, toll. Okay, ich würde sagen, beim nächsten Mal steigen wir hier die Leiter hoch, die so hoch ist oder so weit nach oben geht, dass man gar nicht das Ende hier sieht. Wir haben ein bisschen was geschafft in diesem Part. Ich bin zufrieden. Auch was Neues für mich entdeckt. Super geil. Damit kann ich super diese Folge beenden. Und ich sage, bis zum nächsten Mal zu Dark Souls Prepare to Die Edition.